Ab heute, den 15. August 2014, um circa 14:40 Uhr, denn es gab 40 Minuten Wartungsarbeiten, summt es so viel hier in Wamarama wie nie zuvor, denn die Bienenzucht wurde heute eingespielt und darum geht es auch hier in diesem Video. Alles rund um die neue Bienenzucht in Wamarama und auch den Eventen so und bliblablo, pipapo, was weiß ich nicht alles. Ne, starten wir rein. Ja, Bienenzucht, die kann man eben hier, das Biene, das Zucht, beziehungsweise Biene, das normale Tier, das ist ja nicht wie beim Panda, die zwar zwei Tage vorher eingespielt wurde, sondern ist natürlich schon länger im Spiel. Man kann die Zucht jetzt hier ab Level 48 haben, denn ab diesem Level gibt es eben jetzt hier die Biene. Und im Gerei, also die Werkstube, die hat man ab Level 49 zur Verfügung, also 48 ist das Mindestlevel, dass man die Bienen auch züchten kann. Wir haben natürlich auch ein neues Design bekommen, hier der Stall, das ist der Grundstall und auch hier im Vergleich zum alten. Denn ich mache hier die auch mal weg, dass man noch besser sieht. Die Classic Plus Stelle, wenn ihr da noch irgendwelche habt hier, die bleiben euch erhalten. Die haben weiterhin das alte Design, Classic Plus und Plus Plus Stelle, aber eben hier die normalen sind. Das war eben ins neue Design dann eben angepasst. Und im Kerai hat natürlich auch ein neues Design, das stelle ich jetzt hier auch mal auf. Ich habe eine ganze Imkerei, nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben wir eben hier, aber da gibt es ja keine Imkerei. Classic Plus gibt es nicht, also gibt es nur normale Imkerei, von daher Standard würde ich nur sagen, eben hier neues Design. Ja, ganz kurz muss ich sagen, so auch natürlich die Biene wurde ein bisschen ins neue Design angepasst und so weiter und so fort, wie es eben hier so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den alten Bienenstall irgendwie schicker, mit dem Bär so die, und den neuen dann nicht so schön, aber die Imkerei finde ich auch recht nice gelungen, muss ich sagen. Das nebenbei. Na gut, zur Bienenzucht selber, denke ich mal, muss ich nicht viel herum reden. Zucht ist mir wie gewohnt, man kann sie eben hier züchten. Hier kann man hauptmann immer vier jeweilige rein und dann startet man die Zucht, dauert 6 Stunden, außer man hat eben hier, man nutzt Parfüm, dann dauert es noch kürzer, oder pinke Gelee und so weiter und so fort, kann man immer weiter verringern, oder auch, wenn man sie denn hat, am Baum der Weisheit, die Baby Boom Day Rune, kann man es noch weiter verringern, und apropos Baby Boom Day, der startet, nämlich heute. Ja, das ist auch nicht schlecht. Startet jetzt anscheinend, ob es immer so ist oder nicht immer. Jedenfalls freitags heute um 18 Uhr geht dann bis Sonntag 18 Uhr. Also noch ein bisschen warten um 18 Uhr und dann erst züchten, denn dann lohnt sich natürlich, da hat man noch viel bessere Chancen auf bessere Zuchterfolge hier. Weitere Tipps und Tricks zum Baby Boom Day, rund um Baby Boom Day, den findet ihr einen Link dazu. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht in der Videobeschreibung. Also hier die Baby Boom Day Rune gibt es ja auch. Und jetzt so generell zu den Stellen und so weiter und so fort. Welche Zuchttiere gibt es denn? Hier alle, man kann sie natürlich hier in der Werkstube findet man sie. Wo ist die Biene? Ah, hier hinten ist sie. Ja, sie wehrt sich noch. Ne, jetzt habe ich sie. Da ist sie also, das wäre Bienenstock 1 gelb. Hier das Upgrade mit den Zuchttier, die Ammenbiene. Ja, die haben wir hier. Dann geht es weiter mit Upgrade Orange. Da haben wir meinen absoluten Favoriten, die Hamsterbiene. Das ist wirklich richtig, richtig gut gelungen. Gefällt mir auch die Animation. Richtig, richtig gut, ist eben hier orange Upgrade. Dann haben wir das rote Upgrade, da haben wir die Wächterbiene, wenn ich mich nicht irre, ja, ist auch so der Fall hier. Übrigens, ein Tipp so nebenbei, noch dazu gesagt, Bienen müssen ja mittlerweile auch schon auf dem Markt hier irgendwo drinnen sein. Sind sie drinnen oder sind sie nicht drin? Geht ganz hinten. Doch, hier, hier sind sie. Nicht schlecht. Ne, aber man kann auch als kleiner Tipp, wann man da noch ein paar Sternchen über hat, hier am Baum der Weisheit, sich auch wieder die Wächterbiene, also immer das rote Tierchen hier holen. Auch in diesem Fall, das mache ich auch. Man kann sich auch wieder hier irgendwo für die Biene ein Starterpaket holen, wenn es eins wert ist. Ich brauche es nicht unbedingt mit dem Solo-Gehege, das bringt ja nicht so viele B. Aber hier für die Wächterbiene holen am Baum der Weisheit lohnt sich da schon richtig, denn da kann man gleich mal auf den Markt klatschen und dafür richtig Moospinne abholen. Also mache ich auch jetzt mal, bringt mir gleich mal 300.000 Moospinne. Nicht schlecht. Ne, gehen wir weiter. Also bei den Maroten sind wir stehen geblieben. So, wo ist die Biene? Hier ist sie. Dann die pinke Upgrade. Da haben wir dann, so kommt die Innovation. Hier ist sie. Da haben wir dann eben hier die Alien-Biene. Ja, auch sehr, sehr nice. So viel also hier zu den Upgrades. Und da gibt es natürlich auch die Imkereien. Da haben wir eben hier die Standard-Imkerei. Dafür benötigt man ja die Bienenkönige, die eben hier aus den Feldern droppen. Zwar nicht so viele wie vielleicht ein Nagel, aber dann auch ab und an. Ja, Upgrade Gelb, da haben wir dann die Waldbiene. Dann geht's weiter, Upgrade Orange, die Hummel, die darf natürlich auch nicht fehlen. Upgrade Rot, da haben wir dann die Ninja-Biene, die gefällt mir persönlich auch wieder sehr, sehr gut. Und dann das Upgrade Pink, höchste Stall von den Bienchen. Da haben wir die Flotte, ne, die Freche ist es. Oder ist die Flotte? Doch, die Flotte.
Flotte Biene, so heißt sie. Okay, gut. Also die produzieren eben hier dann diese Imkerei Honig und Honig, ja, diese bekanntlicherweise, was glaubt oder nicht, das Erzeugnis der Bienen. Aber es gibt natürlich so eine Imkerei, die verbraucht ein Viererfeld, dauert eine Ewigkeit. Vielleicht habt ihr ja, das würde ja nicht schaden, Honigbäume gibt es ja auch. Die bringen alle 20 Stunden, sind es glaube ich dann 2 Honig hier, also auf dem einen Feld, das lohnt sich dann natürlich schon ein bisschen mehr, muss man sagen, aber die bekommt man eben hier aus den Setzlingen. Vielleicht eben hier nicht so einfach wie vielleicht eine Imkerei, die man immer bauen kann, das nebenbei dazu gesagt. Dementsprechend muss man auch sagen, weil Honigbaum ist ja schon länger im Spiel, wird der Honigpreis jetzt nicht so hoch gehen wie vielleicht bei einer anderen Zuchttier. Also die beiden Quests eben hier, wie es eben immer so ist, kommen immer bei 2 Tagen auf die Quest, Erzeugnisquest und Zuchtquest kommen dann in ein paar Tagen dann auch noch ins Spiel. Und die Bienen, schauen wir mal, wie sieht da die Aktie Biene hier auf dem Markt aus, rund 1000 Muspeni, ja langsam schlägt's, mal schauen, ich habe ja auch einiges angesammelt, ich warte persönlich noch, bis die Quest dann im Spiel ist, die Honigquest, dann kann ich es noch besser hier, mein Honig verkaufen. Ja, also das sind also die Zuchttiere hier und Ställe zur Biene und grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Ställe so sehr, sehr schön. Besonders Hamsterbiene gefällt mir auch hier. Mit der Wächterbiene finde ich schick. Imkereien finde ich nicht so schick vielleicht als hier die Abgabine, weil wir haben grundsätzlich immer so das gleiche. Animation, hier steht eine Biene und da fliegen sie so raus. Aber okay. Naja, so sieht es also jedenfalls jetzt hier eben aus von den Bienenstellen, von den Bienenzuchten und so weiter und so fort. Wie gesagt, kann man natürlich auch schon auf dem Markthandel oder man baut die Ställe, wie man dann eben jetzt hier möchte. Aber wie es eben so ist, wenn neues Zuchte kommt, dann findet dazu auch wieder ein Eventchen statt. Ja, auch dieses Mal ist es so der Fall. Und zwar Galaktischer Honig. Was für ein Name. Nicht schlecht, so heißt die Quest. Die haben wir eben hier nur für kurze Zeit. 21 Stunden geht sie noch und dann müssen wir eben hier Bienen abliefern. Ja, also hier die neuen Zuchttiere, Armenbiene und so weiter und so fort, sieht man eben auch hier. Und insgesamt benötigt man, wenn man das Event komplett schaffen will, 25 Armenbienen, 21 Waldbienen, 7 Hamsterbienen und 3 Hummeln. Also die Mehrzahl von Hummeln. Dann hätte man das ganze Event geschafft. Aber man muss ja nicht immer hier alles machen, man könnte ja auch nur Silber machen, wenn man dann eben hier jeweils wie man will. Und da gibt es auch wieder was Schickes abzuholen. Es gibt ein bisschen Superfutter, Parfüm, es gibt pinkes Gelee, es gibt Erntel für Carbon, es gibt sogar irgendwo versteckt. Wo ist denn das hier? Ich glaube, hier ist es, ja. Den Bienenstall 2 Orange zu gewinnen. Bienenstock ist es. Sorry, heißt ja Stock. Okay, also den gibt es hier auch. Erntel für Carbon und so weiter und so fort. Aber was gibt es natürlich auch? Darf bei einem Eventchen nicht fehlen. Ja, die Items. Und zwar gibt es auch 2 Items an der Zahl. Zu spielen haben wir zum einen Blumenkinder. Item Nummer 1 bringt alle 10 Stunden 255 EP. Auf meinem Feld ist recht okay. Dann gibt es einen Sticker, ursprünglicherweise waren sie eigentlich 2 Sticker, mal ein zweiter aufgetaucht. Es ist dieser hier, aber da kommen anscheinend jetzt hier doch nicht, okay, wenn man es nimmt. Und dann haben wir noch Item Nummer 2 und zwar Tresenwiesen. Ja, also Bienenkeeper hätte mir zwar persönlich besser gefallen, der Name, aber was soll's. Bringt alle 12 Stunden 26 EP auf dem 2 Feld, also 310 auf meinem Feld, das ist sehr, sehr gut, dieses Item. Auch eine schicke Animation, Event. Geht bis zum 20. August 14 Uhr, vielleicht wird es ja noch verlängert, weil eben hier ein bisschen verspätet gestartet ist. Mal gucken. Ja, ansonsten gibt es hier nicht mehr zu sagen zu Bienen. Man kann glaube ich auch wieder ein Zuchtangebot, ein Körbchen kaufen, wenn einen das eben hier wert ist für, ich glaube 9,99 € sind es genau. Kann man auch mehrfach kaufen, man beinhaltet hier ein bisschen was noch. Ich hoffe es nicht, aber wer es will, kann es natürlich auch hier gerne tun. Und natürlich auch heute startet noch Superfutter Sparaktion. Also wenn ihr hier noch nicht genügend Superfutter habt, wartet noch ein paar Stündchen. Denn dann gibt es Superfutter verbilligt zu kaufen, mache ich dann natürlich auch. Okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, euch viel Spaß bei der neuen Bienenzucht in Farmarama. Viel Spaß beim Eventchen, wenn ihr vielleicht mitmacht. Das Event finde ich auch wieder klasse hier mit der neuen Zucht und so weiter und so fort. Finde ich auch genial und ich freue mich riesig jetzt hier aufs Bienenzüchten. Hau natürlich dann auch richtig rein. Ich mache natürlich auch dazu ein Video. Wann es kommt, weiß ich gar nicht. Ungewohnt startet der Babypunde ja heute um 18 Uhr und nicht wie immer eigentlich am Samstag um 10 Uhr. Deswegen gucke ich mal, ob ich heute noch ein Video dazu ausbringe oder dann erst morgen. Mal schauen, jedenfalls euch viel Spaß beim Baby Boom Day. Und was sagt ihr denn zur Bienenzucht? Hättet ihr vielleicht ein anderes Tier lieber gehabt oder sagt ihr Bienenzucht? Yay, hammergeil. Schreibt es gerne in die Kommis und damit war es das mit diesem Video dazu.